Da kam gerade ein Radfahrer vorbeigefahren. Da hinten ist er noch. Vielleicht sieht man ihn. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, man hat ihn gesehen. Ich habe überlegt, ob ich mir den vom Rad spießen soll mit meinem Stock. Weil den kann man essen. Beziehungsweise trinken, dann ist es ein Radler. Oh Gott, ich bin zu lange im Wald. Ist nicht gut. Nein, nein. Da setzt Hirndiarrhö ein. Kennt ihr Hirndiarrhö? Geistiger Durchfall. Alles, was im Hirn so entsteht, muss raus. Sozusagen der geistige Schließmuskel funktioniert nicht mehr so richtig. Jetzt wird der ein oder andere sich fragen, ob ich jemals einen geistigen Schließmuskel besessen habe. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Oh, und er hatte an seinem Fahrrad jedenfalls ein Navi. Das ist eigentlich so der erste Grund gewesen, weshalb ich überlegt habe, ihn vom Rad zu spießen. Da war er aber schon weg. Die sind leider schnell, solche Radfahrer. By the way, das da ist übrigens stinkender Storchschnabel. Toll, nicht? Ist für Survival-Zwecke gänzlich nutzlos. Und das hier, also das große hier, da mit diesen lustigen Blättern, das ist eine sehr groß gewordene Knoblauchrauke. Kann man theoretisch mal wieder essen, praktisch habe ich die Schnauze voll und wenn die schon so groß sind, schmecken die auch garantiert nicht mehr. Also mit Sicherheit. Also Knoblauchrauke oder Knoblauchsrauke. Ich kann mir nie genau merken, wie die auf Deutsch exakt heißt. Und ganz ehrlich, den lateinischen Namen habe ich auch gerade vergessen. Nein, nein, wo soll das nur mit mir enden? Ich gehe lieber weiter. Also jetzt habe ich definitiv was zu essen gefunden. Ja. Hallo. Ich mag Kühe. Also auch so. Also nicht nur zum Essen. Na, ui. Wie elegant du deinen Kopf schwingen kannst. Hallo, hallo. Ja. Was schmeckt denn hier besonders? Hast du einen Tipp für mich? Mit dem Grünzeug fressen habe ich nicht so drauf. Ah, das da? Nein? Oh, na gut. Dann muss ich wohl weiter. Oh, halt, die da hat einen Tipp. Was frisst denn die da? Ich geh mal gucken. Hab irgendwie den Eindruck, du selektierst nicht so wirklich, was du da mampfst, oder? Och nö, was denn das? Das kann doch nicht schmecken. Ah, das war... Ja, wie heißt denn das gleich nochmal? Hasen irgendwas. Hasenlattich? Hasenlattich! Okay, das merke ich mir. Danke. Oh, was frisst du? Gerade habe ich gesagt, stinkender Storchschnabel ist und nutzlos. Das geht jetzt aber nicht. Du kannst nicht einfach stinkenden Storchschnabel fressen, obwohl ich gesagt habe, dass der nutzlos ist. Hast du da gerade eine Walderdbeere gegessen? So, da bin ich wieder. Inzwischen hat sich einiges ereignet. Und zwar, erstens habe ich die Feuerstelle gefunden. Zweitens sind die Leute, die hier scheinbar zugange waren, weil es waren welche da, das Ding ist noch leicht warm, aber nur ganz, ganz leicht, also das ist schon korrekt gelöscht. Jedenfalls, es waren welche da und die sind inzwischen wieder weg. Die haben also scheinbar Mittagsgrillen oder was auch immer betrieben, aber sie haben wohl keine Lust auf einen Sonntagabendsgrillen. Übrigens, es ist Sonntagabend und ich muss morgen früh wieder zur Arbeit. Das heißt, ich werde relativ früh aufstehen. Aber da ich ohnehin generell nie so richtig gut schlafe, wenn ich im Wald penne, es sei denn, ich mache das wirklich mehrere Tage in Folge und habe mich dann irgendwann akklimatisiert. Aber es reicht schon, wenn ich 2 Wochen nicht im Wald gepennt habe und schon bin ich wieder auf normalem Wachsamkeits-Schlafen-Level. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls Feuerstelle wäre entdeckt. Ich mache euch mal kurz den Rundumblick. Das ist hier ein alter Steinbruch, wie man dann da hinten an der Steilwand einigermaßen erahnen kann hier. Und ja, aufgrund der besonderen Topografie, wo auch kein Feuer ausbrechen kann und hier nichts ist, was brennen kann. Der Boden, da ist ja auch relativ unbrennbar, das bisschen kleine Gras da, auch nicht weiter dramatisch. Ich denke, deswegen hat man sich gedacht, kann man hier tatsächlich eine öffentliche
Feuerstelle einrichten. Ich weiß, sowas ist selten und wir alle hätten sowas gerne vor der Haustür, haben wir aber nicht alle. Und ja, wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr es ja gerne benutzen und mir meinen Scheiß jetzt nachmachen. Also jetzt nicht, aber erst zu Ende gucken und dann. Aber ja. Und was ich auch gefunden habe, weil ich es fast hier an der Feuerstelle deponiert habe, muss zugeben, da habe ich jetzt ein kleines bisschen getrickst. Bin irgendwie mit dem Auto vorbeigefahren und habe es da hingeschmissen, beziehungsweise im Gebüsch versteckt. Ist meine Backup-Rolle. Ja, ist ziemlich groß. Denn die Gebrauchsanweisung bzw. die Spielregeln besagen, dass es eine Backup-Rolle geben sollte. Die kann jetzt hier sowas sein. Die kann auch aus einer Decke in Baumarktplane bestehen oder was auch immer. Das hier ist ein Schweizer Armeeschlafsack mitsamt Biwaksack. Und damit kann man nachweislich irgendwie, mehr schlecht als recht, aber es geht, auch bei miserabelstem Wetter draußen bivakieren. Und deswegen habe ich das halt eben als Backup-Lösung, weil das Wetter könnte miserabelst werden. Noch ist es ja trocken, seit ich hier bin. Aber es sind durchaus Gewitter angesagt und ich habe jetzt keinen exakten Wetterbericht jetzt hier für meine Region. Nur das, was gestern in den Nachrichten im Fernsehen zu hören war. Und da kann schon durchaus sein, dass was runterkommt, vielleicht auch in den frühen Morgenstunden, also ganz frühen Morgenstunden, so 4, 5, 6, irgendwie sowas. Das ist immer besonders unangenehm, wenn man da dann noch nass wird, wenn man es fast geschafft hat. Ja, deswegen die Option der Backup-Rolle. Das ist so gedacht, habe ich mir überlegt, dass man sie nach Möglichkeit nicht verwendet, sie einem aber auf den Keks geht, weil man sie ab einem gewissen Punkt ein bisschen durch die Gegend schleppen muss. Dass man sie aber irgendwo zwischendeponiert, ist durchaus von mir vorgesehen worden. Dass man das Teil nicht die ganze Zeit zum Erkunden rumschleppen muss. Oder ihr nehmt sie mit zum Startpunkt, legt sie euch da irgendwo hin und kehrt später zum Startpunkt zurück. Wie ihr das macht, ist wurscht, aber irgendwo könnt ihr ja eure Backup-Rolle deponieren. Und wenn ihr jetzt sagt, wir brauchen keine Backup-Rolle oder ich brauche keine Backup-Rolle, dann bitte trotzdem die Backup-Rolle mitnehmen. Kann ja auch kleiner ausfallen, weil dann hat man noch die zusätzliche psychische Belastung, in Anführungszeichen, dass man weiß, dass man eine Backup-Rolle hat und versucht, sie nicht zu benutzen. Fürs Nicht-Benutzen gibt es dann nämlich wieder Bonuspunkte. Wenn man sie benutzt, dann kriegt man halt eben die Bonuspunkte für das ohne Backup-Rolle klargekommen. Nicht. Jawohl, ja. Soweit zur Backup-Rolle. Und jetzt sehe ich gerade, durch einen lustigen Zufall, die Götter des Survivals sind mal wieder mit mir. Und im Übrigen ist dieser Platz hier leider direkt an der Straße. Und hier gibt es Motorräder. Arr. Ein Grund mehr, weshalb ich nicht an der Feuerstelle direkt übernachten werde. Dürfte man ja prinzipiell. Es steht hier kein Schild, dass man hier nicht auch zelten dürfte. Also zelten darf man generell nicht, aber nicht übernachten dürfte. Aber dafür ist mir der Platz echt viel zu ungemütlich. Naja, aber wie dem auch sei. Kann ich es nachher vorher machen? Kann ich es dann irgendwann demnächst auch anfangen mit Brennholz sammeln? Und was wollte ich jetzt gerade noch erzählen? Achso, da drüben steht eine Birke. Genau, also deswegen waren die Götter des Survival mit mir. Und da gucke ich mal, ob ich da nicht noch vielleicht ein bisschen Birkenrinde finde. Für eventuell reicht es dann noch. Wenn nicht, muss ich tatsächlich ein Stückchen an der Straße entlang laufen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Stückle weiter oben an der Straße noch ein paar Birken stehen. Man ist hier ja dann doch irgendwann mit dem Auto durchgefahren. Genau. Ich nehme euch mal mit zur Birke. Und wie gesagt, die Backup-Rolle, die lege ich jetzt mal hier hin. Da wird sie jetzt gerade keiner klauen. Und wenn ich jetzt wieder weggehe, verstecke ich sie irgendwo im Gebüsch. Oh, und halt, das wollte ich jetzt auch noch machen. Zeit für eine kleine Pause mit etwas Schweizer Militärschocki. Die Schweizer Zuschauer können sich gerne darüber lustig machen, wenn ich versuche, Schocki in Schweizerdeutsch auszusprechen. Allein schon, wie ich Schweizerdeutsch ausspreche, ist wahrscheinlich ziemlich lächerlich. Aber kann ja auch kein Englisch und Deutsch auch nicht. Also, egal. Was kann der eigentlich?
Also die blöde Birke da hinten ist leider eine der seltenen Birken, die eine Schuppenborke ausbilden. Also sprich, nichts mit toller ätherischer Öle enthaltene Birkenrinde. Nein, nein. Okay, um meinen Hosentascheninhalt auch ein bisschen zu entlasten und meine Backup-Wurst einigermaßen zu verstauen, werde ich jetzt mal irgendwo da hinten oben irgendwie so da mir ein kleines Depot anlegen. Ich verstecke auch meine enorme Menge an Proviant. Und dann sehen wir weiter. Gut, ich muss jetzt leider ein Stück die Straße entlang und werde mich deshalb auch ein wenig beeilen, da man eben nie weiß, ob man von Zombie-Horden oder was schlimmer ist, Frauen angegriffen werden könnte. Deswegen schnell ein Stück die Straße entlang und hoffen, dass ich da meine Birke finde. Und schnell machen und reden verträgt sich nicht gut. Sieg! Guckt mal, ein schöner kleiner Pionierwald mit ein paar Birken. Und da hinten liegt sogar tote Birke am Boden rum. Yay! Oh ja. Bestes Material. Oh ja, da ist viel dran. Okay, mein Birkenrindenproblem ist auch gelöst. Das läuft ja echt besser als erwartet. Und vor allen Dingen hier gibt es natürlich noch reichlich Material. Da kann ich mir jetzt ordentlich viel mitnehmen. Ich will mir auch eigentlich noch eine Fackel für die Nacht bauen. Da stehen jetzt auch die Chancen, dass ich dafür genug Brennmaterial finde. Ganz gut. So, inzwischen habe ich jetzt doch einiges an Birkenrinde zusammen und habe gedacht, ich erkunde jetzt noch ein bisschen die Gegend. Ja, und selbstverständlich, wenn es hier schon so eine schicke Freifläche gibt, gibt es hier auch einen dazugehörigen Hochsitz. Ah, das wäre jetzt potenziell natürlich ein schöner Lagerplatz, wenn die scheiß Straße nicht wäre. Der Boden hier ist halt ideal mit dem Moos. Da hinten könnte man vielleicht auch noch eventuell welches finden. Aber zumindest machen wir uns wieder eine gedankliche Notiz, dass man hier ein bisschen Moos einsammeln kann. Oh, eine geastete Douglasie. Ah, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Das ist also eine Douglasie. Die soll mal groß und schön werden. Und deshalb sind bereits die Äste runtergesägt. Professionell, vom Profi. Und ja, deshalb ist auch das Bändchen drum. Nicht, weil die weg soll, sondern weil die mal groß und schön werden soll, ist ein Zukunftsbaum, ein Z-Baum. Dass hier zwei verschiedenfarbige Bändchen sind, könnte auch daran liegen, dass der eine irgendeine jagdliche Bewandtnis hat. Aber da müsste man immer den zuständigen Mensch vor Ort fragen.
Also das hier ist jetzt wirklich baumschonendes Ernten von Birkenrinde. Da macht ihr nichts kaputt auf diese Art und Weise und bekommt trotzdem super feines Material, das am allerbesten brennt. Wenn ich gerade schon hier bin, habe ich hier auch eine super tolle, wunderbar schön gerade Zeltstange gefunden. Jawohl, ja. So, meine Zeltstange wäre inzwischen fertig. Das war jetzt doch mehr Arbeit, als ich erwartet hatte. Mit dem großen Messer geht natürlich das Entasten erheblich schneller als mit diesem kleinen Taschenmesserchen da. Gut, es hat eine Säge. Das ist natürlich hilfreich, wenn man wirklich was ganz Großes durchkriegen will. Aber dann so mittelgroße Äste, da dauert Sägen zu lange. Abhacken kann man sie nicht. Ist ein bisschen doof dann. Naja, again what learned, beziehungsweise, ja gut, das war mir schon vorher klar, aber ist schön, wenn sich die Erkenntnis noch ein bisschen vertieft. So, nachdem ich jetzt auch diesen Stock habe, den kann ich dann auf entsprechende Länge kürzen und meinen Wanderstock als, habe ich den eigentlich dabei? Ne, habe ich nicht dabei für diese kleine Exkursion. Den nehme ich dann als zweite Zeltstange und dann habe ich zumindest die Zeltstangen zusammen und dann kann ich euch jetzt beichten, dass ich nämlich noch nie eine Rettungsdecke als Lean-To-Shelter aufgebaut habe. Das wird jetzt die Premiere, könnte also etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und so ganz allmählich sollte ich auch gucken, dass ich mit Firlefanz aufhöre und mich jetzt auf die wichtigeren Dinge konzentriere, denn so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr, bis es dunkel wird. Und Ziel ist auf jeden Fall schon, dass das Lager steht, wenn es dunkel ist, Feuerholz da ist, wenn es dunkel ist und ich dann im Prinzip, wenn es dunkel ist, nur noch ein ganz kleines bisschen Geköch machen muss. Mir vielleicht auch noch, Douglasie. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein paar Douglasiennadeln mit, dass ich mir nachher dann gleich noch einen Douglasiennadeltee machen kann. Und jedenfalls, wenn das alles dann erledigt ist und ich zwischendrin irgendwann Wasser geholt habe, dann bin ich eigentlich ganz gut durch, hoffe ich. Naja, das werden wir dann sehen, ob das Nachtlager dann hält oder ob nachts noch irgendwelche Eventualitäten auftreten, wie Starkregen, die mich dann zwingen, noch irgendwas zu unternehmen. Aber jetzt noch ein paar Douglasiennadeln mitnehmen und hier gibt es noch mehr Birkenrinde, aber das müsste jetzt eigentlich reichen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, noch eine Fackel zu machen, zeittechnisch. Oder beziehungsweise ob mir die Birkenrinde reicht. Vielleicht sagen wir mal eine kleine Fackel. Gucken wir mal.